Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Lost Judgment hier mit mir, dem Pirates. Und ich muss euch mal eine ganz schöne Funktion zeigen, nämlich, tada! Wir haben jetzt endlich ein Notizbuch von Steam. Das finde ich einfach großartig. Das wollte ich mal ganz kurz zeigen. Ja, hier, das ist, okay, das stimmt eh nicht, weil ich war manchmal im Spiel länger drin. Ich habe das Spiel nicht 50 Stunden, also die Gesamtspielzeit okay, aber 50 Stunden habe ich noch nicht gespielt. Eher 26. Aber man kann jetzt hier so Sachen reinschreiben. Yagami ist cool. Nee, oder irgendwelche Dinge, wenn wir mal Notizen brauchen. Das ist voll praktisch. Das ist wirklich praktisch, dass sowas jetzt geht. Also tatsächlich kein. Es ist von Steam und das geht einfach nicht geil. Finde ich supi. Finde ich super. Also wirklich eine coole Funktion. Aber, ja genau, das wollte ich euch zeigen. Aber wir machen natürlich jetzt auch weiter. Warum ich das Kostüm anlege, haben wir. Da haben wir irgendein Fragezeichen und aufregen. Wir machen das Fragezeichen. Gut, wir machen das Fragezeichen, wissen was es ist. Genau, wir machen heute ein paar Nebenquests hier, bevor wir zum Detektivbüro gehen. Und hier, wie heißt denn der? Wie heißt denn der? Ah. Genau. Bam, bam. Da habe ich geblockt. Ne, ich dachte schon. Ich dachte, du blockst jetzt. Ah ja, ist jetzt blocken. So. Ah. So laufen die nicht immer im Weg. And stay down. Genau, hier haben wir den ersten Ding, aber ich will das wissen, was das ist. Mal gucken, ich bin gespannt. Cafe Bar Romance, okay. Ich sagte, gib mir das und hab mir Geld! Los, Dolly! Ich hab den Code nicht, um die Kasse zu öffnen. Ich bin nur eine Teilzeitkraft. Ist mir scheißegal, was du bist! Mach sie auf oder du bist tot! Hm? Was zur... Der Kaffeeräuber. Was zur... Ist es etwa ein Raubüberfall? Und... Schnitt! Das war jetzt der Einstellung für heute. Danke, Leute! Morgen früh machen wir im Studio weiter. Komparsen, ihr hört demnächst per E-Mail von uns. Nochmal danke. Oh Mann, die haben hier allein im Büro 4 gedreht. Allein im Büro 4, Alter. Das ist der Titel. Allein im Büro 4, endlich. Die wollte ich schon mal im Kino sehen, Leute. Ich bin ein großer Allein im Büro-Fan. Seitdem ich das gucke, habe ich mein eigenes Büro gemietet, wo ich immer alleine bin. Ey, das ist einfach ein Feeling, ne? Allerdem, geil. Ich wünschte, ich hätte mich um die Komparsen mischen können. Laut Chatter-Film, filmen sie auch an der Überfallszene. An einem anderen Ort. Sind Filme mit Überfällen und sowas echt beliebt? Ach, das war für einen Film. Meine Güte, einen Moment lang war ich echt ins Schwitzen geraten. Mach ich besser als den Staub. Nicht, dass ich beim Aufräumen im Weg bin. Ein Schlagwort. Noch ein Schlagwort. Raubüberfall. Allein. Okay, los geht's. Die Firma Lambo und Kameraden, die ich dachte. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich das Ende von dem Alleinbüro 4-3 selbst gesehen. Spricht jemand darüber? Okay, jetzt geht's los. Hab gehört, die Firmen Raubüberfälle sind jetzt vorher. Raubüberfälle sollen doch im Studio gefilmt werden. Also ja, das war das Gleiche. Also ich dachte, die Überfesseln wäre schon im Kasten. Okay, los geht's. Okay. Oh, Moment mal, es war jetzt aber kein echter Überfall, oder? Oder ist das jetzt der echte Überfall? Hier kann man auch mit dem Skateboard lang rasen.
mit der Menschenmenge, aber da, ach du, da geht das, aber so über irgendwie, wenn es leer ist, wenn ein Bürgersteig, dann darf ich das nicht. Ja, nee, ist da, danke Spiel. Danke für diese konsequente Regel. Nein. Und da bin ich ein bisschen, ah, ist das ein italienisches Restaurant? Ich sagte, gib mir erstmal ganz viel Geld, los, Dali! Ich hab den Code nicht, um die Kaffee zu öffnen, um die Kasse zu öffnen. Ich bin nur eine Teilzeitkraft. Ist mir scheißegal, was du bist. Mach's ja auf, oder du bist tot. Hm? Ist zwar, ist einfach ein Raubüberfall, aber sie haben nicht vorher die Säbelzähne gedreht. Sie meinten noch, sie wären fertig. Was steht da? Wegen Film ist übrigens geschlossen. Da stimmt doch was nicht. Die waren doch mit dem Dreh im Café der Tenkanchi Street fertig. Warum sollte irgendjemand dieselbe Szene an unterschiedlichen Drehorten filmen? Ich sehe neben das Personal. Das ist auffällig. Soll die Fassade genauer untersuchen. Okay, Detective Yagami ist unterwegs. Okay. Suspicious. Nicht, dass ich je gesehen hätte, wie das Alp sowas als Schild benutzt hat. Hey. Moment mal, heißt das, dass er nicht einen Raub stattfindet, SOS? Ich hoffe, ich mache mir umsonst Sorgen, aber wenn ich damit recht habe, haben wir echtes Problem. Ich sollte mir die Situation mal selbst ansehen. Jetzt sollte ich einen Bogen zur Rückseite des Ladens schlagen und mich hinten reinschleichen. Ja, weißt du, wir holen die Cops nicht, wir machen das selber. Also, hab ich Dietrich dabei? Weiß ich gar nicht. Verdammt, abgeschlossen. Na, immer ist ein Notfall. Oh Gott, wie ging das nochmal? Absolut, wird angezeigt. Links, rechts, AD, abbrechen ist egal und bewegen ist die Maus. Okay, AD und Maus, AD und Maus ist okay. Ach, so ging das. Almost there. Perfect. Easy. Mach die Kasse auf, sonst bist du tot, verstanden? Nein, nein, bitte nicht. Ich kann sie nicht öffnen. Wirklich nicht. Wusste ich's doch. Das Zeichen bedeutet, dass genau jetzt ein Oberfeld stattfindet, keinen Filmdreh. Ich muss die Polizei rufen. Das findet sich weiter. Verdammt. Jetzt haben wir die Gelb und die stirbt vor deinen Augen. Scheiße. Das ist übel. Keine Zeit für die Bullen. Ich wollte was tun. Aber was kann ich tun, als jemand verletzt wird? Ich kann die Distanz überwinden. Nee, wer will hier denn? Ja. So viele Kisten, die haben wohl einfach hier hinten reingeschmissen. Sollten sie nicht flachgefallen werden? Ja, diese ist hier ziemlich groß. Vielleicht kann ich da reinsteigen, wo ich an ihnen vorbeischalte. Voll raffiniert. Okay, wir kommen, wir machen das mittel gesoldet mäßig. Der Schwerpunkt ist ziemlich tief, aber das können die vermutlich hinkriegen. Ja, ist richtig, mache in Ordnung. Zeit für etwas Kaffeeaktion. Hm? Whatever. Just a box. You wanna watch this woman die? Open the fucking register! Someone, please! Mist. Wow, was zur? Was hätte ich ihn gehabt? Erwähntens habe ich ihn von davor abgelenkt. Willst du dich einfach ernsthaft mit mir anlegen? Das war's, du bist der erste Start. Na schön. Wenn du willst. Okay, Leute, es war vor allem echt ein Metal Gear Solid, ein kleines Easter Egg. Ja. Fang! Scheiß Gangster! Wo ist der? Der steht noch! Wow. Also ich würde dann schon, wenn man Tisch nehmen, die Fresse ballern würde, nicht mehr stehen. Hey! Es ist vorbei! Widerstand ist zwecklos. Polizei!
Polizei und es wurde ein bewaffneter Raubüberfall gemeldet. Ja, das ist der Mann. Ich habe ihn in Flagranti erwischt. Lauf! Ja. Hä? Wow. Ernsthaft? Hören Sie, die Frau und der Räuber stehen unter einer Decke. Ja, geh mir daher. Sie waffen die Frau. Wieso? Hä? Zu Befehl. Über Verstärkung. Über Verstärkung, der ist voll überfordert. Hä? Wieso jagen die? Okay, die Polizei kriegt das nicht hin oder was? Okay. Okay, komm. Wir kriegen das hin. Und zack. Hast du meinen Bauch? Hold up. Dann brauche ich meine Was denn? Kann dann mal aufgeben. Und Hallöchen. Das ist so geil gemacht. Rüber. Und ich hab dich. Na, Kumpel. Bist fertig mit deinem Rumgerenne? Fang den Räuber. Mhm, abgeschlossen. Wollen wir aussagen. Du bist erledigt. Gib auf. Wobei, den Dreh als Zirkel zu benutzen, das war schon ganz schön clever. Und dann noch eine Partnerin, die als Kunden mitspielt. Eine kleine Szene habt ihr da ausgearbeitet. Mist, das Ende war dabei aber nicht vorgesehen. Ja, mit dem möglichen Ende muss man auch einen Plan, ne? Danke für Hilfe beim Fassen des Verdächtigen. Ach, kein Problem. Ich bin bloß froh, dass keine Unschuldigen verletzt wurden. Die zweiten verheiratet und treten als Team auf. Die waren in der letzten Zeit überall im Laden aktiv. Nutzen verschiedene Ereignisse vor Ort, um Verbrechen zu begehen, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen. Ah, da haben sie dieses Mal bei einem Filmdreh genutzt, der hier in der Nähe lief. Aber es rät sie nicht vor dem Knast. Nochmal danke. Ach ja, der Blitzer, der hat allzeit mich gebeten, ihm das hier zu geben. Eine Rauchbombe, oder? Oh, danke. Schön, dass du mir als Polizist ein Rezept für eine Rauchbombe gibst. Oh, danke. Nach so einer Geschichte wird der Laden wohl eine Weile zumachen müssen, oder? Ganz im Gegenteil. Er sagte, er könnte es kaum erwarten, den Laden wieder zu öffnen, wenn wir mit dem Tatort fertig sind. Wow, wirklich. Tja, das ist wohl typische Alps. Sie bringt nicht mal bewaffnete Raubüberfall aus dem Konzept. Ich mache mich dann mal wieder auf dem Weg. Alles klar. Und wenn der Weiterverbrechen stoßen, immer schon melden. Aber gut, dass du mir für eine Rauchbombe als Konzept gibst. Hey! Hast du die geleakten Szenen alleine im O4 gesehen? Das ist dieser Raubüberfall in einem Café. Voll krass, ey. Hey, haben die das eben gerade abgedreht? Wie kann das denn schon wieder geleakt worden sein? Vielleicht hat es schon jemand heimlich mit dem Handy gefilmt, als sie im Set waren. Das musst du sehen, das wäre wirklich total toll. Seriously? Was? Der wütende Typ, und der den Räuber fängt, das ist diese Hauptfigur. Das ist die Hauptfigur. Die Perspektive kann ich sein Gesicht gar nicht sehen. Hast du eine Ahnung, wer ist? Ich erkenne ihn nicht. Wer ist das? Sein erster Film. Bei den Ecken sind sie ziemlich gut. Wer jetzt auch noch Schauspieltalent hat. Ich kann eigentlich Karriere machen. Ich gebe euch gleich eins mit meinem Talent. Dafür schaue ich die Tage beim Theaterclub vorbei. Ah, kannst Theater spielen. Weile müsste Jager mir eigentlich können, ne? Gut, dann haben wir hier einmal, was haben wir hier? Aufregung um den maskierten Autor und wir haben, warum ich das Kostüm anlege.
Ja gut, die Frage würde ich aber auch ganz gern zuerst klären, ich. Wir machen das. Ja, egal, sei es ja mir. Das ist so schön bei dem Spiel, ne? Man macht es hier, kann es hier wirklich nach Interesse machen und nicht immer nach Weg, weil man oftmals mache ich das ja immer nach bei vielen Spielen nach Weg, weil sonst, weil das Hin- und Herlaufen viel zu lang ist. Aber hier, das ist so eine Minute Weg, den ich dann extra laufen muss, die so, man will nicht mehr. Ich finde das so toll. Also das ist ein, egal welches Yakuza, auch Yakuza 3, und auch wenn ich das nicht so mochte, weil das echt meine Schwächste bis jetzt war, das hat jedes Yakuza Game, das beste gespielt, das ist geil. Die Welt ist extrem klein, aber hier ist so viel Inhalt drin, das ist unfassbar. Ich verstehe es nicht, warum die mal so groß werden müssen. Ich meine, guckt euch mal, keine Ahnung, die erstmal verprügel ich hier. Guckt euch mal, keine Ahnung, hier, wie heißt das Spiel? Vice City zum Beispiel an. Meteor Vice City. Das Ding hat eine unheimlich kleine Spielwelt. Ne, das sind zwei Inseln mit einer Verbindungsinsel. Nicht mehr. Unheimlich klein. Und dennoch ist es so beliebt, immer noch beliebt. Und sogar vor allen Dingen das beste Vice City. Das beste GTA. Für mich eigentlich tatsächlich, also. Naja, also nicht ganz. Also für mich wäre Favorit GTA sind GTA 4. Also die Liberty City Dinger da und ja, Vice City. Vice City ist geil. Ist unheimlich gut. Das war hier immer machen. Also, oh, ich habe. Also ich bin mal fest. Pretty tasty, thanks. Es ist so gut gemacht in dem Spiel. Wirklich, finde ich großartig. Oh Gott! Aua! Oh, ich hab vorbei! Was ist denn der WKU? Alter! Bist du fertig? No waste. Sehr gut. Echt geil, wie viele Quests haben wir eigentlich noch offen? Aufgaben, Nebenfälle, immer nur Nebenfälle, Exit der Vergangenheit, aha. Ja genau, besiege die Rivalen, ja, ich weiß. Ja gut, deshalb, wo die finden, die Kappa-Statue und deine Emily kennen, okay. Ja gut, die Kappa-Statue müssen wir halt auch mal gucken, wo die sind, ne? Da müssen wir halt auch mal gucken. Aber ich glaube, wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Geschichten, warte mal. 7.